Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Exclusive Let's Play. Tatsächlich habe ich das schon sehr lange nicht mehr gemacht, exklusiv für YouTube ein Let's Play aufgenommen. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie das laufen wird. Ich habe diesmal keinen Chat dabei, der mich irgendwie unterhält oder auf Gesprächsideen bringt. Aber wir versuchen das einfach mal. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf Robocop Rogue City. Ich habe gesehen, wie andere Leute die Demo gespielt haben. Ich habe sie nicht selbst gespielt, aber ich habe es gesehen bei anderen und fand die Demo richtig cool. Und ja, jetzt spielen wir einfach Robocop. Und ich bin sehr gespannt. Wir schreiben gerade den 11.11.2023 um 10.59 Uhr, um genau zu sein. Und ich starte mit euch jetzt in dieses Let's Play. Ich hoffe, wir werden Spaß haben. Ich bin mir sicher. Aber ich hoffe es trotzdem. Und ja. Ich würde sagen, wir machen einfach mal los, ne? wir spielen auf normal. Hi. Hier ist Zukunftskupfermünze. Ich muss hier leider kurz einhaken. Ich habe euch was zu sagen. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr auf meinem Kanal hier kein vollständiges Let's Play zu diesem Spiel erhalten werdet. Ihr bekommt von mir 32 Folgen, 30 Minuten, aber ich habe dieses Spiel nicht zu Ende gespielt. Das hat seine Gründe. Ich möchte das nur ganz, ganz, ganz kurz euch erklären. Das Spiel kam am 2.11. raus. Ich habe es direkt die Woche drauf angefangen zu spielen und war super gehypt. Eine Freundin von mir durfte sich minutenlang anhören, wie viel Bock ich auf dieses Spiel habe, wie viel Spaß mir das macht. Und so war es auch. Ich muss auch sagen, ich kann euch das Spiel, auch wenn ich es selber nicht beendet habe, nur empfehlen. Spielt das Spiel. Es ist aber so, dass ich auch immer wieder in diesem Let's Play anmerke, dass ich leider gesundheitlich nicht 100% auf der Höhe war. Ich hatte oft Probleme mit meinem Hals und Husten. Und das mündete aber leider in einer Grippe. Und zwar in einer richtigen Grippe, mit allem drum und dran. Schüttelfrost, Fieber, Husten, Schnupfen, nichts riechen, nichts schmecken, totale Erschöpfung und war komplett flach. Das heißt, vorher schon das Kränkeln, dann die Grippe. Mich hat es immer wieder rausgezerrt aus diesem Spiel. Und als wäre es das noch nicht gewesen, folgte direkt nach der Grippe ein Arbeitsunfall, der es mir nicht möglich gemacht hat, meine linke Hand zu benutzen. Und Zocken ohne linke Hand funktioniert nicht. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr selber spielt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wir haben jetzt den 31.12.23, dass ich tatsächlich für mich entschieden habe, das Spiel nicht weiterzuspielen. Aber da ich ja, wie gesagt, schon einige Folgen für euch aufgenommen habe, möchte ich die nicht wegwerfen. Und ich habe mich natürlich auch erkundigt, wie viel Spiel wir alle jetzt quasi verpassen. Und es wären noch einige Missionen, ich rechne, es wären noch mal 24 Folgen plus minus. Und da ich das Spiel gerade nicht mehr fühle, da mich so viele Sachen immer wieder rausgerissen haben aus diesem Spiel, kann ich diese Zeit gerade nicht mehr investieren. Weil es ist ja nicht nur das Spielen und Aufnehmen, es ist auch das Schneiden, es ist das Thumbnail-Basteln, es ist das Hochladen, es ist das alles für YouTube fertig machen. Und das schaffe ich einfach nicht mehr. Dafür fühle ich es einfach zu wenig. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen. Deshalb ja, bitte seid euch bewusst, es wird auf diesem Kanal kein komplettes Let's Play zu Robocop Rogue City geben. Seht es einfach als ultralange Demo oder als angespielt. Aber ich möchte, dass ihr das wisst, dass ihr nicht mit falschen Erwartungen herangeht. Ich habe mir das selber auch anders vorgestellt. Aber ja, sorry an alle, die sich jetzt auf ein komplettes Let's Play gefreut haben. Ich hoffe, ihr habt aber Spaß mit den Folgen, die ich für euch habe. Ich spiele übrigens sehr langsam. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und ja, danke fürs Dranbleiben, falls ihr dranbleibt, wenn nicht, vielleicht dann zu einem neuen Let's Play irgendwann später mal. In diesem Sinne, jetzt wirklich viel Spaß mit Robocop.
You give us 3 minutes and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me. Shut up. I'm sorry. There seems to be a disturbance? I'm a big fan. Now move. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money. We've got the power. So let's talk. Good to see you, Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. Oha, es geht los. Das sind wir übrigens gerade, der da aus dem Auto ausgestiegen ist. Ich überlege gerade, ob ich... Weil seine Stimme war gerade relativ leise und die Maussensitivität ist ultra hoch. Vielleicht muss ich das nochmal nachjustieren, aber es ist hoffentlich nicht so tragisch. Und vorab als Info, ich habe den Streamer-Mode an, weil ich jetzt nicht weiß, wegen der Musik ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich den Streamer-Mode an. Und ja, ihr habt es mitbekommen, es gibt keine deutsche Synchro, aber wir haben deutsche Untertitel. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich meine, ich kann es ja eh nicht ändern. Es sollte aber es sollte funktionieren, denke ich. Und ja, ich werde versuchen, jede Folge an- und abzumoderieren. Ich hoffe, ich kriege das hin, ungefähr gleich lange Folgen zu schaffen. Aber ja, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen und laufen jetzt mal los. Ja. Eine Katze. Reicheln.
Okay, Mauersensitivität ist sehr hoch. Eventuell justiere ich das danach. Hey, Handsome, we're here for the show. Go get him, Robo. Hi. Genau, wir fangen erstmal ein bisschen an und dann stellen wir noch ein paar Sachen ein, denke ich. Just another day in old Detroit. I'm telling you, this town is going to hell. Like we're not there already. Ja, beruhigen Sie sich bitte. Diese tobende Menge hier. Ruhig. Okay, wir werden auf jeden Fall diese kriminelle Bande stellen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Gar keine Zweifel. Deswegen lassen wir uns jetzt auch super viel Zeit und gehen nicht sofort dahin, wo wir hingehen sollen. Okay. Aber das sind Brüder, glaube ich. Die machen genau das Gleiche. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht so richtig, ob ich jedes Mal so viel jetzt zu erzählen haben werde. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, ne? Ich habe jetzt hier keinen Chat dabei, der mir irgendwie Input geben kann, worauf ich reagieren kann. Bitte seht's mir nach, wenn ich vielleicht gerade mal nichts erzähle, aber ihr könnt mich ja in den Kommentaren noch unterhalten. Da ist auch eine Katze. Hallo. Ich schmeiß den Farbeimer runter. Es ist eine richtige Katze. So eine richtige Katze ist das. Okay. Also wir haben hier mindestens zwei weitere Opfer zu beklagen. Drei. Sieht schlecht aus, oder? Nicht gut. Da ist vielleicht noch was zu retten. Oh. Ja, ist schon eine traurige Szene hier gerade. Wo kommen die ganzen Stunden her? So viele Leute sind doch hier gar nicht. I'm gonna give you 10 mg of diazepam to make you comfortable. Da war da ein Fernseher. Ich war einfach blind. Okay. Hier sollen wir hin. Ich denke mal, jetzt geht's richtig los. Da sind auf jeden Fall viele Leute. Longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. But sir, Roger that. Over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic! There you are, partner. Lewis. The hell is going on up there? Sorry, dude! The police want us to release the hostages! So no hard feelings! Hey! You can't go in yet! We need to wait for the reinforcements! Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. I've got a signet ring. How much do you think I can get for it? Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar.
guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. Watch out, he's got it. Oha. Hab ich hier auch Deckung vielleicht? Toll nicht. Mir ist gerade aufgefallen, der Untertitel passt nicht so haargenau auf das, was eigentlich gesagt wurde. Louis draußen hat gerade gesagt, wir werden die... wir werden die Hitze schon aushalten. Also ne, wir können hier schon ruhig reingehen. Aber übersetzt wurde das mit Druck. Ich weiß nicht, was Druck mit Feuer zu tun hat. Na, wir gucken mal. Ach, da. Ich darf nicht im Tutorial sterben, okay? Das ist jetzt peinlich, weil ich nehme das auf. Wie viel Muni habe ich? 19. Da unten. Nachladen. Ich kann rein theoretisch auch rennen, laut Steuerungsliste. Aber lass mal langsam laufen. Und looten. Ich hoffe, es ist so ein Spiel, wo ich richtig gut looten kann. Guck mal hier. Ein Beweis. Ja, ich sag ja, ich muss looten. Gut, die könnten jetzt hier von allen Seiten kommen, das ist ungünstig. Beweisprogramm. Drücke. Nicht zugewiesen, um mit Robocop Sicht. Ich kann aber bloß eine Waffe. Ich habe nur eine Waffe, die ich tragen kann. Ich kann nicht durchwechseln. Das ist ja schade. Die Waffe, die ich als erstes hatte, war auch irgendwie besser. Sonst waren die nach einem Schuss down. Und jetzt muss ich halt zweimal treffen. Aber kriegen wir schon hin. Kein Problem. Sagt mir das Spiel auch, wenn ich irgendwas übersehe? Oder nicht so. Wenn das Gute ist, wenn ich anvisiere, werden mir die Gegner halt ein bisschen hervorgehoben. Habe ich hier ein Zeitlimit? Ich sehe gerade keins. Nee, das ist eine andere Waffe. Aber hier steht nur Munitionszeichen. Warum ist hier ein Munitionszeichen? Weil das die gleiche Waffe ist, die ich in der Hand habe. Okay. Also Munitionszeichen ist tatsächlich Munition. Wer hätte es gedacht? Bleiben jetzt mal bei der Waffe. Zum Überleben des Tutorials. Der Muni ist voll. Was? Wo? Kann ich mich irgendwie heilen? Mit H vielleicht? Oh! Stopp! Ich werde des Öfteren Stopp sagen zu Gegnern, wenn es nichts bringt. Oh, ich kann doch nicht rennen, merke ich gerade. Okay, ich glaube, hier ist aber nichts anderes zum Looten. Was da drüben? All personnel, evacuate immediately. Okay, wir gehen jetzt immediately. Welchen Aufzug nehmen wir? All personnel. Wir nehmen den. Leave immediately.
Okay. Worried about the weight limit? Lois, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know? After you. They sabotage the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed. Tutorial geht weiter, würde ich sagen. Hier ist irgendwas. Kriegen auf jeden Fall anscheinend irgendwie Erfahrungspunkte, indem wir That graffiti is fresh. Beweise aufsammeln. Drücke H. Warum steht da immer nicht zugewiesen, um dich zu heilen? Und ich finde es auch schwierig, dass wir da unten diese Tutorial-Sachen immer nur so kurz angezeigt bekommen. Und ich sehe gerade, ich kann wahrscheinlich doch meine Waffe wechseln und mit Q. Aber es wäre zu einfach. An die Maussensitivität gewöhne ich mich tatsächlich langsam. Vielleicht muss ich die gar nicht mehr umstellen. Warum ist das hier gerade in Slow-Mo? Einfach so? Ja, geh schon mal vor. Kein Problem. Ja, du machst es. Los, Louis. Pistole? Nee, ne? Ich bleib mal bei der Waffe. Ist nix. Los, Louis. You can do it. Im offenen Feuer stehen ist meist keine so gute Idee. Nice and easy. Okay, sie ist tatsächlich eine Hilfe. Es gibt ja immer so, es gibt so NPCs, die machen nichts außer im Weg stehen. Aber sie ist jetzt, kann ich mich nicht beschweren. Ich mag, dass mir Loot angezeigt wird. Pluspunkt fürs Spiel. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie was mit Robocop zu tun gehabt. Ich kenne die Filme nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Spiele gibt. Hinweis. Überdosis Nuke. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch die ein oder andere Anspielung hier in dem Spiel nicht verstehen. Bitte seht es mir nach. Aber soweit ich weiß, sind die Filme tatsächlich älter als ich. Von daher... Die Wartungstafel, findest du das die Wartungstafel? Warum stehst du hier? Müssen wir nicht weitergehen? Maximal 3 Heilungen. Steht immer noch hier. Aber das ist doch nicht die Wartungstafel. Sehe ich dort hinten was? Oder? Ach, jetzt, okay. Ich musste nur noch ein paar Meter weitergehen.
andere. Oh oh. Granati. Luis, lebst du doch? Können unsere Begleiter sterben? Frag für einen Freund. Oh. Okay, sie lebt noch. Dafür machst du das ziemlich gut, Luis. Also ich weiß, sie heißt Anne Luis, ne? Aber sie sagen wirklich Luis. Also ich sag auch einfach Luis. Passt schon. Da ist auch keine Wartungstafel. Das ist auch keine Wartungstafel. So, ach, was da, wenn hier ja eh noch eine Ladung liegt, dann füllen wir kurz die 8% auf und nehmen das mit. Mhm. Ich muss erst noch rausfinden, wie hoch das Loot-Potenzial in diesem Spiel ist und ob ich gegebenenfalls überladen sein kann, weil nur dann ist das Spiel ein richtiges Spiel. Jeder, der schon ein bisschen was von mir gesehen hat, versteht diese Aussage. Okay, jetzt gerade hat es irgendwie so ein bisschen die Kamera verzogen, als ich dann versucht habe anzuvisieren. Achtung, Granate! Okay, Luis. Als wärst du aus Stahl. Ich treffe nicht. Alle Granaten. Ich habe Luis ist reingegangen. Ich denke. Sturmgewehr. Nee, du. Dann geht's weiter. Ist hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Beweistechnisch? Was fliegt hier rum? Nee, ich dachte, der ist tot oder ist das schon der nächste? Oh, der hat ein bisschen mehr eingesteckt. Ich find's übrigens gut. Heißt die Mission Eilmeldung? Ja, oder? Weil ich wollte gerade sagen, da oben steht immer Eilmeldung und ich laufe relativ entspannt hier durch. Ist jetzt nicht so eilig. Bis jetzt. Wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit für die erste Folge. Das nutzen wir. Okay, hier ist nichts mehr. Untersuchung von Objekten. Mit der Robocop-Sicht kann man Objekte oder Personen untersuchen, um Hinweise zu finden. Untersuchbare Objekte sind mit Fragezeichen markiert. Drücke nicht zugewiesen, während du Fragezeichen ansiehst, um sie zu untersuchen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn da jetzt jedes Mal nicht zugewiesen steht, aber ich meine, die meinen... Also ich habe jetzt immer schon die rechte Maustaste gedrückt und ich glaube, das hat erst schon funktioniert. Deswegen probierst mal mit rechter Maustaste. Funktioniert. Kurzschluss festgestellt. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio.
It's on the 30th floor. Decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Just look at that, boys! The police dog and its bitch! Not sure which one is which. You're gonna take that back. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier vielleicht kurzen Cut mache bis zur nächsten Folge, oder? Habt ihr Lust? Ich sag mal Tschüss und bis zur nächsten Folge oder so. Luis macht das schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis dahin. Tschüss!